Emotionen sind total wichtig und wir haben gesehen, dass zum Beispiel auch Fridays for Future in den letzten Jahren geschafft hat, die Debatte rund um die Klimakrise zu emotionalisieren und vielen, vielen Menschen dadurch auch Politik näher zu bringen oder Politik mit an den Küchentisch zu Hause, an die Debatten zu bringen. Und das ist unheimlich wichtig und gut so, weil wir es so geschafft haben als Grüne Jugend, als Fridays for Future, als Klimabewegung, Debatten weg von Zahlen und Diagrammen hin in die, zu den Menschen und an die Küchentische und in die Familien zu bringen. Und genau deswegen glaube ich auch, dass es unheimlich wichtig ist, genau mit diesen Emotionen zu arbeiten und auch mit der Polarisierung zu arbeiten, weil die Klimakrise nun mal genau vor unserer Haustüre steht und Menschen die Klimakrise schon akut erleben. Deswegen müssen wir auch als Grüne Jugend und als Grüne natürlich Emotionen der Menschen ansprechen und mit ihnen gemeinsam gegen diese Klimakrise kämpfen. Natürlich muss Politik auch die Sprache der jungen Menschen sprechen. So oft wird Politik immer noch mit Floskeln gemacht, mit Diagrammen, mit Fachgesprächen. Aber so werden wir meine Generation nicht erreichen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass man auch an Orte geht, an denen junge Menschen abhängen, in Parks, in Skateparks, vielleicht vor die Berufsschulen oder eben auch auf die Rathausplätze und so wirklich von Angesicht zu Angesicht mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und natürlich spielt dann auch Emotionalisierung eine große Rolle, weil wir es nur so schaffen, auch wirklich junge Menschen anzusprechen. Ja, das muss ich auf jeden Fall. Nur ganz so leicht ist das ja nicht mit der emotionalen Ansprache. Das bedarf ja schon einer gewissen Nähe, damit das überhaupt funktioniert und damit diese Nähe überhaupt sich erst aufbauen kann zu den PolitikerInnen, bedarf es ja schon auch einer gewissen Authentizität, schwieriges Wort. Und ich glaube einfach, dass da die Politik sehr, sehr wenig getan hat in den letzten Jahrzehnten und in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin auch, dass ich einfach nicht weiß, was PolitikerInnen wollen und was sie auch wirklich ernst meinen und was einfach nur Blabla ist. Also grundsätzlich muss man ja schon festhalten, dass es gut ist eigentlich, dass sehr, sehr viele Menschen sich im Internet äußern können und eine Reichweite bekommen für das, was sie sagen, was vorher nicht ging. Natürlich ist da auch sehr, sehr viel dabei, was ich persönlich nicht gut finden würde und was sehr unbequem ist, aber das muss eine Demokratie auch aushalten. Was natürlich nicht geht, alles, was über einen normalen Diskurs hinausgeht und wo es dann eben in Hass und Hetze auch übergeht, dass das überhaupt möglich ist, ist aber nicht Schuld an den Menschen, die emotional reagieren, die gereizt sind. So, das ist nicht deren Schuld. Das ist so, als würde man im Straßenverkehr die Schuld auf die Menschen schieben, die sagen, hey, hier ist Chaos, aber es gibt doch einfach keine Straßenregeln, es gibt keine Ampeln, es gibt nichts. Also ist das Problem eher, dass die sozialen Medien, die einfach von profitorientierten Unternehmen aus den USA auch geleitet werden, dass die relativ viel machen können und das alles sehr, sehr unreguliert ist. Und wie wäre es mal auch, sich darum zu kümmern und einfach mal dafür zu sorgen, dass die digitale Infrastruktur in Deutschland hier, dass das mal ein bisschen geregelt wird. Ganz viele unterschiedliche Emotionen verbinde ich mit dem Thema Vielfalt in Deutschland, weil ich merke, dass es einerseits ganz viele Menschen gibt, die Interesse daran haben, unsere Gesellschaft in den unterschiedlichen Positionen und Räumen vielfältiger zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es definitiv ganz viele Menschen, die kein Interesse daran haben und einen absoluten eigenen Machtverlust wittern. Und das macht es manchmal ein bisschen schwierig und deswegen ist es ein Wechselbad der Gefühle. Das Ziel zu erreichen, eine vielfältige Gesellschaft zu haben, ist, glaube ich, kein Ziel, das man nur mit Wohlwollen erreicht. Was ich damit meine, ist, dass es natürlich Menschen geben wird, die kein Interesse an diesem Fortschritt haben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist, an der Sache dran zu bleiben und sich vorzustellen, welche Vorteile es hat, alle gesellschaftlichen Gruppen auch in politische, gesellschaftliche Entscheidungsprozesse mit einzubinden. Was mir Mut macht, ist vor allem nachfolgende Generationen, die unerschrocken und mutig daran arbeiten. Und deshalb
bleibe ich weiterhin froh und guter Dinge, dass wir das hinbekommen werden. Historisch ist es eindeutig, dass Demokratie ohne Emotionen nicht funktioniert. Demokratie ist nicht das andere von Emotionen und Emotion ist auch nicht das andere von Vernunft oder Rationalität. Emotionen sind das, was Menschen antreiben. Und ohne positive, vertrauensvolle Gefühle könnten wir überhaupt keine Demokratie bauen. Es gibt demokratietaugliche Gefühle und es gibt demokratieuntaugliche Gefühle. Ein absolut demokratietaugliches und sogar notwendiges Gefühl ist das Vertrauen, aber auch das Misstrauen natürlich, das begründete Misstrauen, was wir alle haben, einerseits als Bürger zueinander, aber auch in unsere Repräsentanten. Ohne das ist Demokratie nicht möglich, zumindest nicht in der Form, wie wir sie als parlamentarische Demokratie kennen. Zugleich gibt es demokratieuntaugliche Gefühle, zu denen ich vor allen Dingen den Hass zählen würde. Der Hass zielt ja darauf ab, Gegner, die gar nicht mal als Gegner, sondern als Feinde bezeichnet werden, zu vernichten. Und ein solches Vernichtungspotenzial oder eine solche Vernichtungsenergie ist für Demokratien ausgesprochen schädlich. Die Geschichte der Bundesrepublik ist ja vor allen Dingen seit den 1960er Jahren zunehmend geprägt worden durch das Aufkommen von Protestbewegungen, in denen überwiegend am Anfang jüngere Leute sich engagiert haben für Dinge, die ihnen ein Dorn im Auge waren und die ihnen auch Angst eingeflößt haben. Umweltverschmutzung, AKWs, auch die Geschlechterungleichheit. All das hat Empörung, Wut und auch sehr viel Ungeduld hervorgerufen. Und diese Ungeduld wurde auf die Straße getragen, was ältere Generationen damals manchmal irritiert hat, auch abgestoßen hat, hat sich doch als Politikstil letztendlich durchgesetzt und hat diese Republik auch zum Besseren verwandelt.